Volkstheater Rostock und, wie kann es anders sein, von der Ostseestadion GmbH unter freundlicher Unterstützung von unseren Partnern der Ostseezeitung sowie NDR1 Radio MV und dem Nordmagazin. Danke auch dafür! Ganz persönlich möchte ich eines loswerden. Es ist ein gigantischer Anblick heute Abend, euch hier zu sehen. Und die, die vielleicht keine kleinen Lämpchen angemacht haben, macht eure Telefone an oder zeigt uns mal alle eure Lampen. Ich möchte es gerne mal sehen jetzt, was hier so geht. Guckt euch das mal an. Wow! Das ist grandios. Vielen Dank dafür, dass ihr da seid und wir wollen mehr. Vielen Dank dafür auch an unsere RSAG, die heute es geschafft haben, ihr euch alle hierher zu bringen, sie herzubringen nach den Spielen des HCM von Rostock und der Seawolves. Schön, dass die Sportleute auch mit dabei sind. Dazu dann später mehr. Jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen hier auf der Bühne, und das freut mich sehr, die Kinder und den Kinder- und Jugendchor der Singakademie unter der Leitung von Oliver Buck und am Klavier Dimitri Krasinikov. Viel Spaß dabei und jetzt gute Unterhaltung. Und eines noch als Hinweis: Schaut mal hier, dieses Heft solltet ihr alle haben. In diesem Heft sind alle Texte enthalten, die heute gesungen werden. Bitte macht so gut mit, wie ihr wollt und könnt, so laut wie ihr könnt. Und hier zeigen wir euch mal, wie es geht. Viel Spaß dann jetzt. Auf geht's. Thank you.
der Kinder- und Jugendchor der Singakademie. Vielen Dank für den Moment. Und die jungen Damen und Herren waren genauso aufgeregt wie Sie alle und ihr alle auf den Tribünen. Und deswegen nochmal Applaus für die Singakademie. Und jetzt haben Sie hinter mir aufgebaut das Posaunenensemble der Norddeutschen Philharmonie. Und ich freue mich sehr, dass die Musiker jetzt auch hier jetzt in die Erwärmung kommen, so langsam. Und wir hören einfach mal ein Stückchen rein. Bitte schön, viel Spaß mit dem Posaunenensemble der Norddeutschen Philharmonie. Bitte sehr. Jetzt kommen eine ganze Menge Sänger hier zu uns nach vorn und ich bin wirklich gespannt, wie ihr sie begrüßen werdet, weil wir werden jetzt begrüßen den Opernchor. Wir werden begrüßen den Sportlerchor, den wir jetzt gleich etwas näher begrüßen. Und die Sportler möchte ich gerne nennen, die heute da sind. Sie sind nach ihren Spielen jemals zu uns gekommen. Die Rostock Seawolves heute leider nicht so erfolgreich in ihrem Heimspiel. Herzlich willkommen, die Rostock Seawolves! Mit dabei Toni Hicks, Franz Eppel und Niklas Buchholz. Und herzlich willkommen dem HCR von Rostock. Sie gewannen heute zu Hause gegen Hannover mit 31:23. Und hier ist mit dabei Maximilian Schütze. Mit dabei die Fußballfrauen von der HSG Warnemünde. Tony Poppitz, Dana Trostmann und Stefanie Mohnke. Ich freue mich auf die Griffins, die nach oben kommen, die Rostock Griffins dabei sind. Vom American Football, Luna Klütsch, Anja Klütsch, Thomas Klütsch und Jens Putzi, Und jetzt kommen sie, sind mit dabei, ich sehe sie hier schon, dickerweise, sie waren gerade auswärts unterwegs in Köln. Wölfi, ich habe mich verletzt. Die waren bei der Victoria.
unser Stürmer Pascal Breyer, der ebenfalls getroffen hat. Auch er hat getroffen. Herzlich willkommen, Lukas Scherf. Mit dabei Adam Spreed und er ist im Moment leider verletzt. Wo ist er geblieben? Da ist er. Hier ist er, Kai Bülow. Kai, gute Besserung. Schön, dass ihr alle da seid. Es sieht toll aus. Ein toller Chor steht vor uns. Und wir singen jetzt gemeinsam. We wish you a Merry Christmas. Viel Vergnügen.
muss ich jetzt erst vorstellen, der Dirigent Frank Flade. Großer Typ, er hat die Sportler alle reingefunden, die haben ja alle mehrstimmig gesungen, ich habe es genau gehört. Großer Applaus nochmal für den Oberchor, den Sportlerchor, der war sensationell. Bin ich voll. So, wir bedanken uns bei den Sportlern. Ich weiß, dass ihr jetzt ziemlich angestrengt wart, das weiß ich. Und wir sagen Danke an euch und der Opernchor bleibt noch bei uns. Ich würde gern nur noch ein bisschen was sagen wollen, weil die Sportler gehen jetzt in den Winterurlaub hinein. Danke an den FC Hansa Rostock. Danke an den Kadero. Danke an den Sino. Danke an den HC Empor. Auf ein tolles, neues, sportliches Jahr. Vielen Dank dafür. Es ist ein Rostock-Kummer. Wir hören noch ein bisschen Weihnachtsmusik, aber gönnen Sie uns noch den kleinen Moment. Die Sportler gehen los. Wir sagen Danke für den Moment. Und wir haben hier unten, ich glaube, Sie, meine Damen und Herren, haben es auch gehört, es kommt ziemlich gut was zurück. Ja, und das ist ziemlich toll. Und deswegen nochmal einen Applaus für Sie und für euch selbst.
Vielen, vielen Dank dafür. Als es hieß, eine Idee, die da kam von Joachim Kümmeritz, ehemaliger Intendant des Volkstheaters Rostock, dann umgesetzt gemeinsam mit dem neuen Intendanten des Volkstheaters, Ralf Reichel. Und der Joachim Kümmeritz hat hier wirklich alles reingesteckt an Organisation. Vielen, vielen Dank. Dann natürlich auch nochmal an die Ostseestadion GmbH und an Oliver Schubert, der das hier im Hause federführend organisiert. Danke an diese drei Herren für eine tolle Veranstaltung hier im Ostseestadion. Also ganz ohne Fußball. Vielen Dank dafür. Das Posaunenensemble ist wieder da. Und dazu auch Pastor Haag, der jetzt gleich zu uns sprechen wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns alle jetzt ein bisschen besinnen und ein Stück weit die Weihnachtsgeschichte hören. Kleine Geschichte, ganz groß. Kein Weihnachten ohne die Weihnachtsgeschichte. Aufgeschrieben in der Bibel, im Lukas-Evangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und die Hirten kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam,
wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir lassen Hansa niemals im Stich. Hansa für immer und unendlich. Immer wieder ein Gänsehautmoment, wenn das ganze Stadion so singt. Was für eine Liebe, was für eine Treue der Fans. Der muss sehr abgestumpft sein, den das nicht berührt. So wie die Hirten damals in der heiligen Nacht, machen sie sich auf den Weg von Pasewalk und Hamburg, von Berlin und Kiel zu Hansa. Es zieht sie einfach hierher. Und manchmal ist es ja fast wie Weihnachten. Flutlichtspiel im Ostseestadion. Von der Autobahn schon sieht man die vier Lichterbäume. Festschmuck ohne Gleichen. Sie kommen mit ihrer blau-weißen Hoffnung, dass es diesmal klappt, dass die Jungs heute spielen wie schon lange nicht mehr und der Jubel kein Ende hat. Und wenn ich diesmal, dann beim nächsten Mal, weil Liebe und Hoffnung Geschwister sind und weil es ohne Liebe und Hoffnung kein Leben ist, werden sie wiederkommen und wiederkommen. Wisst ihr, was sie jede Woche in Liverpool an der Anfield Road singen? Sie singen dort "You will never walk alone". Und der Text geht ungefähr so: Wenn du durch einen Sturm gehst, geh erhobenen Hauptes und hab keine Angst vor dem Dunkeln. Denn am Ende des Sturms wartet ein goldener Himmel und das süße, silberhelle Licht einer Lerche. Geh weiter durch den Wind, geh weiter durch den Regen, auch wenn deine Träume zerlöchert und zerschmettert werden. Geh weiter, mit Hoffnung im Herzen, und du wirst niemals alleine gehen. Das ist es, was den Hirten dämmert, dass sie dort des Nachts in Bethlehem an der Krippe stehen. Wenn Gott da ist, wenn er uns nahe sein will, dann heißt das doch, dass wir nie mehr allein sind. Mag es noch so dunkel sein. In der Fußballsprache, das Spiel unseres Lebens kann jetzt nur noch gut ausgehen. 1:0 Endstand schon jetzt. Jubel ohne Ende. Und nun nehmt Gottes Segen mit in das Weihnachtsfest. Der Herr segne uns. Er gehe mit uns den Weg in die Nacht und in den Tag. Er lasse seinen Stern erstrahlen, so hell wie damals in Bethlehem, damit wir finden bei ihm, was wir suchen und ersehnen. Er selber gehe mit uns als Engel, der uns schützt und erinnert, was wir zu Weihnachten feiern, damit die Hoffnung bleibt, wenn Tage kommen, die unser Leben verdunkeln. Das schenke uns Gott der Kinder und der Gott der Großen, der Vater, der die Welt gemacht, der Sohn, der uns als Kind entgegenlacht, der Geist, der alles wohl bedacht. Amen.
der norddeutschen Philharmonie. Ein bisschen andächtig war es. Wir wechseln jetzt die Künstler auf der Bühne. Und es kommt ein Rostocker Original. Es kommt ein Shantikorn zu uns. Sie waren schon zweimal hier im Stadion und haben vor vielen, vielen Tausenden gesungen. Heute sind sie zum dritten Mal da und sie wollen uns ein bisschen überraschen. Das werde ich gleich etwas näher erzählen. Jetzt sind die Musiker schon mal da, sitzen ein und die Sängerknaben kommen jetzt auf die Bühne mit einem Applaus der Runde. Bitte sehr. Ich gehe mal ein bisschen rüber in Richtung Musik. Die Liveband von Luv und Lee. Und da gibt es eine Dame, die hat das ganze Thema in der Hand. Sie ist die Chefin. Und sie, das ist die junge Dame, ihr seht sie alle mit dem Akkordeon, Renate. Renate hat heute Geburtstag. Und der Team aus. Herzlichen Glückwunsch. Renate wollte gar nicht so ein großes Aufsehen erregen, aber wir haben gesagt, das müssen wir tun. Erstens ist sie die einzige Frau, zweitens die Chefin. Und sie hat auch gesagt, ich bring die Jungs richtig bei Sache. Und jetzt gibt es eine Welturaufführung. Müssen wir mal so klar sagen, Männer. Ja, es gab eine kleine Umdichtung des Textes Weihnachten steht vor der Tür. Das kennt ihr alle. Aber jetzt gibt es einen neuen Text von Ulrike Maso Boost und der klingt ein bisschen anders. Jetzt für euch Luv und Lee. Thank you.
rechts oben raus. Ich bin total begeistert. Das funktioniert, Jung. Das funktioniert. Solisten Jegosz Sobczan und der Pianist Hans-Christoph Borg ist dabei und natürlich wieder Franz Lade. Ich wünsche uns jetzt tolle Musik und ein schönes Mitsingen von allen. Bitte sehr. Er geht jetzt nicht. So, und noch, warte noch was, was kommt noch? Okay, jetzt ganz gut, los geht's. Oh!
Mikey, ich hab das Ding schon. Dimitri Krasilnikov, und ich würde gerne vorher noch einmal etwas testen wollen. Ihr habt alle Lampen bekommen. Zu Beginn haben wir sie alle einmal gezeigt. Und jetzt würde ich das Ganze gerne noch einmal mit einer lauten Meldung haben wollen. Lampen unterschreiben! Also ein riesen Dankeschön für die Organisation, für so einen tollen Abend. Und wir sind alle hier auf der Bühne schon ziemlich begeistert, was wir hier heute Abend auch von Ihnen und von euch zurückbekommen. Das ist ziemlich großes Kino, haben wir gerade hier so anbei gesagt. Vielen, vielen Dank dafür. Es macht riesig Spaß, hier vorne für euch zu arbeiten und hier zu singen. Das sagen jetzt auch die ganz Kleinen, die da sind. Die Kinder- und Jugendakademie, Singakademie, bitteschön. Thank you.
Zur Tour. Alles fix und fertig, alles eingepackt, die Schuhe neu besohlen, kann überhaupt nicht schief gehen. Dann wünschen wir dir morgen gute Verrichtung. Und ich habe gehört, du hast auch noch ein bisschen was an Musik für uns. Aber ich glaube, du bist ein bisschen früh. Bin ich? Denn das ist übermorgen. Das ist übermorgen, Gott sei Dank. Schön, dass du das korrigiert hast. Also schön. Schuhe, wenn dir passt, Advent, Advent, ein Lichtlein, Advent, ja. Eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür, wenn das 50 nicht lang brennt, dann hat Strobi Weihnachten. Ja, siehst du, so funktioniert das. Ich freue mich so, dich zu sehen, lieber Weihnachtsmann. Weil wir haben so viele Kinder hier, die sind mit dazugekommen sind. Guck mal hier, die Kleinen, die sind alle ganz los. Die wollen mit dir noch ein persönliches Interview führen. Da sind ganz liebe Kinder, ganz liebe Jugendliche, ganz liebe Leute sind das. Ich habe vorhin in der Garderobe nochmal mit ihm geübt und dann hat sie mir die Taschen im wahrsten Sinne des Wortes leer gefressen. Das ist in Ordnung. Ja, aber das ist ja auch was für Weihnachten. Ja, natürlich, so ist es sein und dafür bin ich da. Wir hören jetzt so ein bisschen Musik. Sind die Lichter angezündet? Ja, ein schönes Lied aus längst vergangenen Zeiten. Ich glaube, es war in Sachsen, in Leipzig, als 1960 der Herr Sander ein Gedicht vertont hat. Und das ist eines der schönsten Weihnachtslieder, das sind die Lichter angezündet. Das haben wir jetzt. Ja, bitte schön. Die Lichter angezündet, Freude zieht in die
ihr müsst mit ihr stehen. Ein schöner Chor, den es nur im Stadion gibt. Morgen ist der heilige Abend, dann gehe ich noch eine Stufe weiter vor und sage, der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Und da ist er. Schau aus dem Fenster, siehst du das Licht? Ich weiß, was es ist, aber du es nicht. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Hüpf dich schnell in dein Bett und schlaf bald ein, wenn du morgen aufwachst, dann wirst du dich freuen. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Der glitzert durch den Schornstein, mag die Stimmung auf den Dach. Bin dir die schönsten Dinge, denn heute ist Weihnachtstag. Hüpf dich schnell in dein Bett und schlaf bald ein, wenn du morgen aufwachst, dann wirst du dich freuen. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Jo, ich wünsche euch persönlich an dieser Stelle ein frohes Weihnachtsfest, ein sinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute! Hüpf dich schnell in dein Bett und schlaf mal ein, wenn du morgen aufwachst, dann wirst du dich freuen. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Er klettert durch den Schornstein, mag den Schlitten auf den Dach. Bring dir die schönsten Dinge, denn heute ist Weihnachtszeit. Hüpf dich schnell in dein Bett und schlaf mal ein, wenn du morgen aufwachst, da wirst du dich freuen. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt.
danke dir. Das ist Charlotte. Das ist Charlotte. Ja. Die flotte Charlotte. Die flotte Charlotte. Ich hatte ja vorhin schon gefragt, ob sie vom Boxen spielen. Yeah. Da hat sie gar nichts gesagt. Ich frage sie nochmal. Frag sie nochmal. Charlotte, kannst du schon Bonbons lutschen? Ja. Sie ist ganz still. Wir haben sie jetzt hoffentlich nicht im Bild, okay? Ich gebe zu, meine Henkel-Tochter wollte einmal mit auf diese Bühne. Und dieses Privileg wollte ich hier heute einmal gönnen. Ja, und niemand geht auf die Bühne ohne Honorar. Ja. Charlotte, bitteschön. Danke. Oh, ganz lieb. Lieber Weihnachtsmann, wir singen jetzt einfach mal gemeinsam. Wir singen alle nochmal gemeinsam, ich möchte nochmal alle nennen, die heute mit dabei waren. Das sind der Opernchor, die Singakademie, das Posaunenensemble ist mit dabei, der Sportlerchor ist mit dabei, Louf und Lee ist mit dabei. Danke an alle, die mitgemacht haben, heute hier zum Weihnachtssingen, zum ersten Weihnachtssingen, hier im Ostseestadion, organisiert und präsentiert. Vom Volkstheater Rostock und der Ostseestadion GmbH. Und vielen, vielen Dank für die Unterstützung an die Ostseezeitung und an NDR 1 Radio MV und an das Nordmagazin, an den Weihnachtsmann. Ein Dankeschön und vor allem ein Dankeschön an Sie alle, an euch alle für euer Kommen. Es war super! Dankeschön! Und jetzt singen wir gemeinsam zum Abschluss, oh du Fröhliche, bitte, Herr Kapellmeister. Gesundheit. Danke, macht's gut. Tschüss.